Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir sind momentan bei der Rollenquest für unsere Magier dabei, den Himmelsfechter wieder zu bekommen. Und da müssen wir mit Tippeke quatschen. Populär. Ah, gut, dass ihr da seid. Es gibt ein Problem. Die Kunde von dem Siegeszug dieses Weltenverbessers verbreitet sich wie ein Lauffeuer, mit jeder Weitererzählung klingen seine Taten heroischer. Vor allem die jüngeren Bürger verehren ihn schon als Helden. Allerdings scheinen die Bestien, die er erlegt, in Wirklichkeit nicht besonders bedrohlich zu sein. Die Soldaten des Himmelsheers rücken bei Sichtungen solcher Kreaturen nicht einmal aus. Doch der Kerl verdreht einfach die Tatsachen und behauptet, er würde mächtige Bestien erschlagen, an die sich das Himmelsheer nicht mehr herantraut. Normalerweise würde so etwas niemand glauben, doch ich fürchte, sein großspuriges Auftreten verleiht ihm eine seltsame Überzeugungskraft und kommt bei den jungen Leuten gut an. Seine Geltungssucht sollte es uns aber auch erleichtern, ihn zu finden. Spuren hinterlässt er schließlich genug. Ich schlage vor, dass wir unsere Suche in Razzatan beginnen. Dort ist die Chance, einen Augenzeugen zu finden, sicher am größten. Auf nach Razzatan. Angesichts der Größe dieser Stadt ist es vermutlich besser, wenn wir uns aufteilen. Ich möchte zuerst den Titel von Alchemia aufsuchen. Die Alchemisten dort sollen nämlich Substanzen herstellen, die einem beim Finden magischer Ätherspuren helfen. In der Nähe aller erschlagenen Bestien hat man große Felsbrocken gefunden und ich möchte herausfinden, ob diese Steine mit dem Artefakt zusammenhängen. Also gedenke ich mir, so ein Präparat zu besorgen. Während ich mich im Titel danach erkundige, möchte ich euch bitten, in der Halle des Himmelsheers zu fragen, was man sich dort über diesen Schurk in Heldengewand erzählt. Wärt ihr damit einverstanden? Natürlich. Sehr schön, dann treffen wir uns wieder hier, sobald wir unsere Erkundigung eingeholt haben. So, dann auf zum... oder zur Halle des Himmelsheers. Ja, so, da. Ja, das stimmt. Die Kinder und Jugendlichen, die diesen angeblichen Weltenverbesserer bewundern, werden immer mehr und damit auch unsere Sorgen. Natürlich bestreiten wir die Lügen und wir würden uns von irgendwelchen Bestien fürchten, aber offenbar gibt es ein paar naive Jungspunde, die diesen Quatsch trotzdem glauben. Wir haben den Kerl als bloßen Exzentriker abgetan, aber da er einen negativen Einfluss auf die Inselbewohner ausübt, wollen wir seine Beweggründe und Vergangenheit ordentlich beleuchten. Du und diese junge Frau habt bereits gute Arbeit geleistet. Eure Theorie zu den herabfallenden Steinen ist wirklich beeindruckend. Diese lästigen Dinger sind Thema Nummer 1 bei uns im Himmelsheer. Bereits einige von uns wollten den Mann zur Rede stellen, wurden aber stets von einem Steinschlag überrascht und haben ihn aus den Augen verloren. Mehr Informationen stehen uns zu diesem Zeitpunkt leider nicht zur Verfügung. Unterrichte bitte auch Tippeke über alles, was du von mir erfahren hast. Gemeinsam können wir die Geheimnisse um diesen Mann hoffentlich lüften. Gut, also es sollte mittlerweile klar sein, dass dieses komische Götzen-Dingsbums da die Steine vom Himmel herabregnen lässt. Das ist ja jetzt anscheinend ein offenes Geheimnis. Also wird das Himmelsheer langsam misstrauisch. Vielen Dank, dass ihr euch dort erkundigt habt. Mein Besuch im Titel war ebenfalls von Erfolg gekrönt. Ich habe dargelegt, was ich benötige und die Alchemisten haben mir geholfen, ein Gemisch zu finden, mit dem sich magische Spuren feststellen lassen. Allerdings reagiert das Präparat für sich genommen nur schwach. Es erfordert eine Person, die den arkanen Künsten geübt ist, damit es richtig funktioniert. Glücklicherweise habe ich euch. Ich habe mir genau gemerkt, an welchen Orten dieser falsche Held aufgetaucht ist. Der nächste davon ist der Hügel der Düfte. Lasst ihn uns flink aufsuchen und die Wirkung des Gemisches dort testen. Gut, der Hügel der Düfte ist ja neben dem hier das Werk. So, dann fliegen wir mal da hoch. Mit dem Alpaka. Was auch sonst. Das wird uns jetzt mindestens ein paar Folgen begleiten und dann irgendwelche zufälligen Viecher wieder.
So, was ist denn hier los? Ja. So. Dieser Stein dort sieht aus, als würde er hier nicht hingehören. Das könnte sehr wohl einer der Brocken sein, der einen armen Soldaten im Kopf getroffen hat. Ich habe ihn bereits mit dem Gemisch behandelt. Bitte richtet eure Aufmerksamkeit darauf. Euer inneres Auge oder was ihr auch als Magier auch immer verlasst. Und schaut, ob ihr irgendwelche ungewöhnlichen Kräfte wahrnehmen könnt. Und? Habt ihr etwas gespürt? Unglaublich! Ihr versteht eure Hand wirklich, Herr Nun. Da dieser Stein keine Kristalle enthält, ist der Äther, den ihr entdeckt habt, ein Zeichen dafür, dass irgendeine Art Magie im Spiel war. Wenn man das mit der Schilderung des Soldaten vom Himmelsherr kombiniert, steht es fest. Der Weltenverbesserer lässt die Steine mit Himmelswächter herabregnen. Das bringt uns bei unseren Nachforschungen einen Schritt nach vorn. Als nächstes müssen wir uns damit befassen, wie genau das Artefakt funktioniert. Laut dem Augenzeugen war der Weltenverbesserer verwundert darüber, dass er es nicht aktivieren konnte, als er sich der Kreatur gegenüberstand. Mein Vater sagte, dass unser Artefakt ein magisches Werkzeug sei, genau wie der Stab, den er beim Zaubern verwendet, mit dem einzigen Unterschied, dass die Magie in Himmelswächter unbekannt ist. Im Gegensatz zu meinem Vater bin ich nicht mit den arkanen Künsten bewandert und deshalb möchte ich euch fragen, was genau tut ihr, wenn ihr solche magischen Werkzeuge einsetzt? Ich kanalisiere den Äther damit, sie helfen beim Sprechen von Zaubern, ich strenge mich einfach nur richtig fest an. Na gut, wir kanalisieren den Äther damit. In der Schilderung des Soldaten klang es nicht so, als hätte der Dieb etwas derartiges getan. Das klingt, als gäbe es im Fall von Himmelswächter ein ganz spezielles Verfahren. Die Vertreter der anderen bestohlenen Dörfer, mit denen ich im Schabaljafti gesprochen habe, haben so etwas nie erwähnt. Ob jedes der Artefakte auf seine eigene Weise funktioniert? Ihr zwei, habt ihr ein Mädchen gesehen? Eine Aura? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn los? Moment, ihr seid der Tiro. Und die junge Dame, die überall Fragen zu dem seltsamen Mann stellt. Könntet ihr uns vielleicht helfen? Es ist nämlich so, ein Mädchen, das diesen selbsternannten Weltenverbesserer als Helden verehrt, ist erst Jedi-Matt verschwunden. Wahrscheinlich will sie sich ihm anschließen. Die Mutter des Mädchens hat das Himmelsherr um Hilfe gebeten. Wir suchen überall dort, wo von uns Berichte über die Aktivitäten dieses Kerls ereilen, aber bislang haben wir nichts gefunden. Wenn es um diesen Schurken geht, könnt ihr auf unsere Hilfe zählen. Das seht ihr doch genauso, oder Herr Nun? Natürlich. Vielen Dank, wir werden uns weiter dort umsehen, wo er bislang gesichtet worden ist. Vielleicht solltet ihr es in der Zwischenzeit dort versuchen, wo er noch nicht aktiv war, zum Beispiel an der nördlichen Küste. Guter Vorschlag. Wenn wir uns aufteilen, können wir ein größeres Gebiet abdecken. Beeilen wir uns.
Gut, dann sehen wir uns mal dort um. Kommt wohl unsere Magie zum Einsatz. So, hinfort. Ich habe Kampflamm gehört und bin sofort gekommen. Was für Glück, dass Herr Nun dich rechtzeitig gefunden hat. Danke, du hast mich gerettet. Zum Glück bist du unversehrt. Wie kannst du deiner Mutter so etwas antun? Sie ist sicher krank vor Sorge. Und das alles nur, um so einen Schurken hinterher zu laufen. Ich bin euch wirklich dankbar, aber warum soll der Weltenverbesserer ein Schurke sein? Du kannst das nicht wissen, aber dieser Mann hat in meinem Heimatdorf meinen Vater überfallen und mir etwas geraubt, was uns sehr wichtig ist. Aber wenn er das braucht, um damit Razzatan zu beschützen, dann hat er doch keine Wahl. Was auch immer der Grund ist, man darf nicht einfach etwas rauben. Und wusstest du, dass selbst das Himmelsherr ihn verdächtigt, etwas auf dem Kerbholz zu haben? Aber der Weltenverbesserer hat gesagt, dass er Razzatan vor der Bedrohung durch Bestien retten wird. Er ist ein Held, der für das Gute kämpft. Die Soldaten behaupten, sie hätten keine Angst, aber die Bestien besiegt der Weltenverbesserer. Mit ihm brauchen wir das Himmelsherr nicht mehr. Könntest du das den Soldaten ins Gesicht sagen? Oder jeder Held stößt auf sich alleingestellt irgendwann an seine Grenzen. Sag das den Soldaten ins Gesicht. Ja, du hast recht. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich gar nichts Schlechtes über das Himmelsherr sagen. Die Soldaten haben so tapfer gegen die Endzeitbestien gekämpft, um uns zu beschützen. Und ich behaupte, dass wir sie nicht brauchen. Das war wirklich gemein von mir. Nicht doch. Ich hätte nicht so streng zu dir sein dürfen. Es tut mir auch leid. Ich werde mir merken, was du gesagt hast. Für mich ist der Weltenverbesserer ein Kämpfer der Gerechtigkeit. Aber ich werde ihm nicht mehr blind folgen. Ja nun, ich bringe das Mädchen sicher nach Jedlima zurück. Lass uns dort die nächsten Schritte besprechen. Gut, zurück nach Jedlima. Das Mädchen ist wieder bei ihrer Mutter. Sie wird dem Himmelsherr mitteilen, dass alles in Ordnung ist. Ich glaube, ich war zu streng, obwohl sie noch so jung ist. Meine Wut auf diesen Halunken hat mich die Beherrschung verlieren lassen. Ich will ehrlich mit euch sein. Es gibt etwas, das ich euch noch nicht mitgeteilt habe. Als der Dieb bei uns im Dorf aufgetaucht ist, gab er sich als einfacher Händler aus und fragte mich nach unserem Artefakt und seiner Geschichte. Und ich habe ihm in meiner Naivität alles erzählt, ohne auch nur zu bedenken, was er mit den Informationen alles anstellen könnte. Wie gesagt, genießen die Hüter bei uns großen Respekt. Ich war sehr stolz auf meinen Vater und habe ihn in meiner Eitelkeit versucht, den Fremden zu beeindrucken. Es war meine Schuld, dass mein Vater angegriffen und unser Schatz geraubt wurde. Also habe ich die Verantwortung dafür übernommen und bin hierher gereist, um diesen Schurken zu bestrafen und meinen Fehler wieder gut zu machen. Aber was nun, wenn der Kerl wirklich gute Absichten hat? Ach, jetzt fange ich ja schon wieder an mir selbst zu zweifeln. Wir müssen alle Geschehnisse ruhig und ohne Emotionen analysieren. Die Inselbewohner hat er nicht angegriffen, das ist eine Tatsache.
dass er der Bande Freigeist angehört und was mit einem Dorf angestellt hat, spricht jedoch dafür, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Die ganze Geschichte ist voller Widersprüche. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Was meint ihr dazu hier nun? Seine Aktionen werfen viele Fragen auf oder er sorgt auf jeden Fall für Chaos auf der Insel. Ja, irgendwie ist es schon ein bisschen Chaos. Da habt ihr recht. Wir müssen mehr betrachten als nur sein aktuelles Verhalten, um die richtigen Schlüsse über seine wahren Beweggründe ziehen zu können. Danke. Auf gewisse Weise beruhigt es mich, dass ihr genauso eure Zweifel am Weltenverbesserer hegt. Dann gehen wir weiter vor wie bisher. Wir suchen den Mann, der Himmelswächter gestohlen hat. Was auch immer für Gründe ihn antreiben, sie sind nicht so wichtig wie seine Ergreifung selbst. In diesem Sinne, ich werde meine Nachforschung unermüdlich fortsetzen. Also schaut hin und wieder vorbei, vielleicht habe ich da Neuigkeiten für euch. So, das Geheimnis seines Erfolgs. Hallo nun, ich hoffe, es ist euch gut ergangen. Seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war unser mysteriöser Retter fleißig und hat auf Tafnaya Bestien erlegt. Es gibt unzählige Augenzeugen. Nicht wenige davon haben auch herabfallende Steine gesehen, was unsere Theorie bestätigt, dass das Artefakt für das Phänomen verantwortlich ist. Und es gibt eine weitere interessante Gemeinsamkeit. Bisher handelt es sich bei allen besiegten Kreaturen um Pflanzenwesen. Wo man sich nur diesen stellt, weiß aber niemand zu sagen. Außerdem ist erwähnenswert, dass alle diese Berichte von Leuten stammen, die vom Weltenverbesserer gerettet wurden. Irgendwie schafft er es immer genau im Moment eines Angriffs zur Stelle zu sein. Tatsächlich ist er exakt bei jedem dieser Vorfälle in Aktion getreten. Einem mehr als verdächtigen Tatbestand, wenn ihr mich fragt. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Einige Soldaten des Himmelsherrs haben den Verdacht geäußert, unser Held könne die Vorfälle auf irgendeine Art selbst initiiert haben und dann die Lorbeeren einzuheimsen. Das klingt durchaus plausibel und ich finde, wir sollten dieser Sache einmal nachgehen. Ein Großteil der Vorfälle ereignete sich an der Straße, die zum Gallenerzfeld führt. Da sollten wir uns mal auf die Lauer legen. Mit etwas Glück erwischen wir eines der Pflanzenwesen, bevor es jemanden überfällt. Wenn wir es lebend fangen, können wir es untersuchen lassen. Gut, dann auf zum Gallenerzfeld. Da porten wir uns mal ein paar Meter. Geht das ein bisschen schneller? So, da sind wir. Ein Pflanzenwesen kann ich hier nirgends erblicken. Wir sollten es aufteilen. Ich werde westlich der Straße suchen. Könnt ihr den östlichen Teil übernehmen? Natürlich. Wenn ihr ein solches Wesen findet, tötet es nicht, sondern schwächt es und fangt es mit diesem Netz. Danach werden wir jemanden finden, der es gründlich untersucht. Ich habe da schon eine Idee. Irgendwas nur halb tot prügeln ist nicht so meine Art, aber gut, wir werden es versuchen, nicht direkt umzubringen mit unserer Kunst. Oh, ich sehe eine kleine Morbolknolle, oh wie süß. Hallo. Synthetische Morbolknolle. So, das sollte reichen. Noch nicht schwach genug. Gut, dann nochmal. So, das sollte schwach genug. Also wir sollen noch draufhauen, bis es fast tot ist und es hält dann noch 1% übrig. Gut, das soll jetzt aber reichen. So. Komm mit, du kleine Mobbelknolle. Gut. Kein Pflanzenwesen weit und breit. Ob unser Verdacht unbegründet war? Hey, ich habe eins. Das sieht voll putzig aus. Das
Diese Kreatur passt genau auf eine der Zeugenbeschreibungen. Also gut, bringen Sie bitte nach Demis Werk. Ich werde vorgehen und dort bereits alles erklären. Die Alchemistin, die mir mit dem Gemisch geholfen hat, kann uns sicher auch diesmal weiterhelfen. So, da sind wir. Sei gegrüßt. Tipik hat mir bereits alles erklärt. Da wollen wir uns diese Kreatur doch mal ansehen. Hier, bitteschön. Achtung, es kann Mondgeruch verursachen. Und selbst verursachen. Also, danke, dass du dein Leben riskiert hast, um mir dieses Exemplar zu bringen. Wenn dieses Wesen wirklich mehr Pflanze als Tier ist, stehen uns sicher einige interessante Entdeckungen bevor. Ja, wirklich hochgradig interessant. Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Wesen nicht auf natürliche Weise entstanden ist. Biologisch gesehen ist es noch ein Setzling, dessen Wachstum durch eine alchemistische Behandlung von Samen und Pilzfäden beschleunigt wurde. Die dabei eingesetzten Substanzen haben als Nebeneffekt die Aggressivität des Wesens gesteigert. Das erklärt, warum es viel größere Spezies ist, als es sich selbst angegriffen hat. Die benötigten Zutaten für solche Mittel sind allerdings nicht leicht zu bekommen. Sie sind selten und teuer und damit eigentlich nur für sehr gut betuchte Personen erschwinglich. Wir haben es also mit jemandem zu tun, der sehr reich ist, hm? Diese Erkenntnisse decken sich mit meinen Informationen, dass nämlich die meisten der Angriffe von kleinen Kreaturen verübt wurden. Es ergibt Sinn, wenn man die große Anzahl der Vorfälle in Betracht zieht. Der Weltenverbesserer hat keine Zeit zum Warten, weil er immer wieder für neue Vorfälle sorgen muss, um im Gespräch zu bleiben. Also hilft er auf alchemistische Weise nach. Vermutlich kommen ihm die kleinen und schwachen Gegner sogar sehr gelegen, da sie seinen Sieg quasi garantieren. Mit einer Niederlage käme sein Ego bestimmt nicht zurecht. Damit hätten wir den Weltenverbesserer wohl entlarvt. Mit großer Wahrscheinlichkeit inszeniert er diese Angriffe auf unbescholtene Bürger, um sich als Retter aufzuspielen. Das gibt uns einen neuen Ansatz für unsere Fahndung. Dann solltet ihr euch nach Jedlim abbegeben. Ich habe gehört, dass viele junge Leute in dieser Siedlung über ihn sprechen. Dort könnt ihr sicherlich Gerüchte und vielleicht auch Augenzeugenberichte aufschnappen. Ja, vielen Dank. Mit eurer Analyse und euren Ratschlägen wart ihr uns erneut eine große Hilfe. Auf nach Jedlimat. Vielleicht kann uns dort jemand sagen, was der Kerl direkt vor und nach seinen heldenhaften Kämpfen so vor sich gibt. Gut, dann bequatschen wir mal die ganzen Bürger dort. Du möchtest etwas über den Weltenverbesserer erfahren? Ich kann dir sagen, was ich im letzten Bericht über ihn gelesen habe. Dort heißt es, dass sowohl die Pflanzenwesen auch als er selbst stets in abgelegenen Regionen erscheinen, entlang Routen, die wir kaum patrouillieren und die nur von wenigen Händlern und Transporteuren genutzt werden. Entweder hat er die Gebiete vorher gründlich sondiert oder hat womöglich gute Kontakte zu jemandem, der als Händler tätig ist. Wie auffällig. Erzähl mir nicht, dass du auch diesen Weltenverbesser hinterherhältst. Die jungen Leute hier vergöttern ihn ja aus irgendeinem Grund, aber ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich dubios. Ein befreundeter Händler ist vor einer Weile einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei den Knöchel verstaucht. Zufällig ist dann dieser mächtige Held vorbeigekommen, doch anstatt meinem Freund eine helfende Hand zu reichen, hat er ihn einfach ignoriert und ist gegangen. Alle reden von seinen Taten als Bestientöter, doch wenn er wirklich ein Held wäre, würde er dann nicht allen helfen, die in Not sind? Da ist ja was dran. Oh, du möchtest auch etwas über den Weltenverbesserer erfahren? Ich habe gesehen, wie er sich auf der Straße nähe der Siedlung furchtlos wilden Bestien gestellt hat. Ich weiß nicht, was für einen Zauber er verwendet hat, aber er ließ Steine regnen und hat sie damit erschlagen. Zum Glück, die Himmelsherrsoldaten waren gerade auf Patrouille und wenn diese Bestien in die Siedlung gelangt wären, na, das will ich mir gar nicht mal ausmalen.
Nach dem Kampf rief er mir mit geballter Faust zu. Hast du das gesehen? Ich bin der Held von Razzatan. Ja, das passt ja perfekt zu der, zu dem, den wir suchen. Und wer bist du? Ah, hallo, dieser Mann hier. Er sagte, er sei ein Händler, der mit alchemistischen Produkten handelt. Doch als ich ihn nach dem angeblichen Weltenverbesserer gefragt habe, ist er plötzlich ungehalten geworden. Was redest du denn da? Ich habe einfach nicht verstanden, warum du ausgerechnet mich nach diesem Mann ausfragst. Er könnte mit Hilfe alchemistischen Substanzen künstliche Kreaturen gezüchtet haben, um sich daraufhin als heldenhafter Bestienjäger zu inszenieren. Da ihr mit alchemistischen Produkten handelt, wisst ihr vielleicht etwas darüber? Ich habe nichts damit zu tun. Dieser Kerl, ich weiß nichts über ihn. Sehr verdächtig. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Möchtet ihr übernehmen? Dieser Kerl weiß anscheinend gut über Alchemie und Handelsrouten Bescheid, oder? Red schon, ihr steckt doch unter deiner Decke. Ja, sag mir einfach mal das. Vielleicht verplapperte sich irgendwie. Was für ein Unverschämtheit. Was fällt dir denn überhaupt? Ich würde mit Firasan gemeinsame Sache machen. Firasan? Ist das womöglich der wahre Name des sogenannten Weltenverbesserers? Aber nicht doch. Wieso sollte das... ist alles nur ein Missverständnis. Dein Ernst? Also schön Schluss mit der Scharade. Ich hatte nicht erwartet, hier über meinen Sohn ausgefragt zu werden, aber so wie es sich anhört, ist er derjenige, nach dem ihr sucht. Ihr seid sein Vater? Dann wisst ihr womöglich, wie er die Substanzen für die Erschaffung der Pflanzenwesen und für die Informationen über die Handelsrouten erhalten hat. Allerdings, er hat sie mir nämlich gestohlen. Meine kostbaren Materialien und wertvollen Karten. Doch ich war es, der diesen Umstand verschwieg, also trage ich die Verantwortung für die Folgen. Wärt ihr so gut, uns etwas über euren Sohn zu erzählen? Nun, schon seit er ein kleiner Junge war, wollte er immer ein Held werden. Ich habe viele Gilden seine Ausbildung im Bogenschießen gesteckt. Er wurde ziemlich gut darin, doch sein Hang zur Selbstüberschätzung und sein Mangel an Ehrgeiz haben verhindert, dass er nach mehr strebte und diese Kunst wirklich meisterte. Stattdessen hat er mit teurer Ausrüstung geprallt und war bei Kämpfen auf großen Mengen an Tränken angewiesen. Als liebender Vater habe ich über seine Charakterschwäche hinweggesehen und ihm genug Gilden mit auf den Weg gegeben, damit er sorglos leben kann. Und dann ist er nach vielen Jahren plötzlich wieder bei mir aufgetaucht. Um eure Materialien zu stehlen? Ja, und bevor er gegangen ist, hat er mir etwas gesagt, dass er auf seinen Reisen durch aller Herren Länder auf jemanden namens Apiai getroffen sei, dessen Kopf einer Organisation, die Freigeist heiße. Anscheinend hat dieser Apiai Firasan zu enormer Macht verholfen. Genug Macht, um alle bisherigen Helden in den Schatten zu stellen, wie er es ausdrückte. Und jetzt gibt er die Gilde, die er noch hat, dieser Frau und ihrer Gruppe. Wenn ich daran denke, dass hinter all dem Geprahle ein falscher Held steckt, der mich bestiehlt und in Razzatan Unruhe stiftet, ich schäme mich, sein Vater zu sein. Angesichts dessen, was wir über diese Freigeistbande wissen, könnte genauso dies ihr Ziel sein. Dufirasans Taten in Razzatan Unruhe stiften. Und er ist so von seiner eigenen Geltungssucht geblendet, dass er nicht merkt, wie Apiai an seinen Strippen zupft. Du meinst, mein Sohn wird nur benutzt? Bisher habe ich aus Scham geschwiegen, doch wenn die Dinge so liegen, dann muss ich die Wahrheit sagen und ihn retten. Ja, unbedingt. Erzählt dem Himmelsherr bitte, was ihr uns berichtet habt. Wir werden alles versuchen, um euren Sohn zur Vernunft zu bringen. Vielen Dank für eure weisen Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Gespräch so enden würde. Vielleicht macht Firasan all das ja auch, um von seinem Vater respektiert zu werden. Nur dass er mit seinen Taten das genaue Gegenteil erreicht. Ich werde das Himmelsherr auffordern, die Wahrheit über den Weltenverbesserer zu verbreiten. Firasans wahre Natur bekannt zu machen, ist der erste wichtige Schritt, seine Pläne zu durchkreuzen. Bald wird er erkennen, dass das Bild eines falschen Helden im Licht der Wahrheit zerbröckelt. So, und wie es dann weitergeht mit diesem falschen Helden, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.